Das sind Bilder, Gefühle, Erlebnisse, die man einfach nicht so löschen kann. Und ich möchte behaupten, der behauptet, dass er das einfach löschen kann, dass der Angst vor sich selber hat. Fangen wir an. Also, Daniel, du warst ja als Sanitäter 2010 bei der Love Parade dabei. Am 24. Juli jährt sich das Ereignis zum 10. Mal. Wenn du so das Datum siehst, gibt es irgendwelche Gedanken, die dir schon durch den Kopf schwirren? Es ist jetzt, wo es darauf hingeht, schon mal so, dass mal wieder ein Bild mehr oder weniger erscheint, was so in der spontanen Erinnerung kommt. Teilweise während dem Autofahren, dass ich mich plötzlich an ein Bild erinnere, abends vorm Fernsehen, dass ich nicht mehr dem Fernseher folge, sondern hier und da mal nochmal Bilder durch den Kopf gehen und ja, ich einfach nochmal darüber nachdenke, war das alles so richtig, was ich getan habe, aber ich bin noch nie zum Ergebnis gekommen, dass irgendwas verkehrt war. Und diese Gedanken, kommen die immer mal wieder, egal in welcher Situation, oder vermehrt sich das immer speziell jetzt im Juli an den Jahrestagen? Das ist, kann ich ehrlich gesagt gar nicht so genau beantworten. Bilder kommen so immer wieder mal, aber soweit ich es bis jetzt von Psychologen, Einsatznachsorgeteams gehört habe, ist das ganz normal. Wichtig ist, dass man diese Bilder wieder loslassen kann. Und mein Gefühl ist es, dass ich die sehr gut wieder loslassen kann, aber sie nicht verdränge. Und ich glaube, dass das doch hilft, damit umzugehen. Und nicht, sei es in Trauer, in Angst oder sonst irgendwas weiterzuleben. Weil von Beruf bin ich inzwischen Notfallsanitäter und Berufsfeuerwehrmann. Und da muss ich funktionieren, wenn ich im Dienst bin. Und du warst ja auch nicht alleine da, du warst ja auch mit ein paar Kollegen da. Tauscht man sich da heute immer noch aus oder stehst du vielleicht auch zu Hinterbliebenen oder zu Opfern in Kontakt? Kollegenaustausch findet, ich hätte jetzt bald gesagt, regelmäßig statt. Dadurch, dass wir damals ja als ehrenamtliche Einsatzkräfte da waren, die aus unserem gesamten Kreisverband zusammengezogen waren, ist es natürlich, wenn man sich trifft, bei verschiedenen Veranstaltungen ist ja über, dass man auch an diese Erinnerung nochmal anknüpft. Wie geht's dir danach? Oder seitdem hat sich irgendwas geändert? Und ja, dadurch will ich auch gar nicht mit dem Thema endgültig abschließen. Und wie geht's dir dann jetzt heute damit? Also ich würde lügen, wenn ich sage, es belastet mich überhaupt nicht. Aber es ist auch nicht so, dass ich sage, ich brauche Hilfe. Also ich komme für mein Empfinden ganz gut damit klar. Zumal ich auch natürlich von seitens der Hilfsorganisation Hilfe bekommen habe danach. Gesprächsangebote bis hin zu der Möglichkeit, psychologische Hilfe einzuholen und dergleichen. Also da sind wir bei uns im Kreisverband doch sehr gut unterstützt worden nach dem Ereignis. Und als Notfallsanitäter, da erlebt man ja sowieso eine Menge, kriegt viel mit, sieht viel Leid. Man hört dann immer so, man muss irgendwie dann privaten Beruf trennen. Und ich kenne auch jemanden, der Sanitäter ist, der meinte, er müsste das irgendwie so ein bisschen abschütteln. Geht das bei so einem Erlebnis? Bei einem Erlebnis-Einsatz in der Größenordnung, meiner persönlichen Meinung nach, geht es nicht. Und ich denke, da werden mir, oder ich hoffe, dass mir da alle Einsatzkräfte von Hilfsorganisationen als auch Feuerwehren nicht widersprechen, dass das ein Erlebnis ist, was man nicht von jetzt auf gleich abschütteln kann. Weil es da ja einfach nicht nur um eine immens hohe Anzahl an Verletzten geht, sondern um
in dem Fall leider auch Verstorbene, ne, denen wir nicht mehr helfen konnten. Und das sind Bilder, Gefühle, Erlebnisse, die man einfach nicht so löschen kann. Und ich möchte behaupten, der behauptet, dass er das einfach löschen kann, dass der Angst vor sich selber hat. Also würdest du auch sagen, die Love Parade hat im Nachhinein dein Leben auch verändert? Ja, auf jeden Fall. Die hat aber auch mich gravierend verändert. Also seitdem, also sie hat mich insofern verändert, dass ich seitdem wesentlich ruhiger an Einsatzstellen bin, weil ich weiß, dass da Nervosität und Hektik das Schlimmste ist, was einem passieren kann. Weil ich da erlebt habe, dass mit Ruhe, gezielten Handeln und kurzen Überlegungen sehr viel bewegt werden kann und in die Wege geleitet werden kann. Dass es oftmals drei Worte sind, die reichen, um eine Riesenmaschinerie in Bewegung zu setzen. Und ich glaube, dass das meine Kollegen im Rettungsdienst bestätigen können, dass es schwer ist, mich inzwischen aus der Ruhe zu bringen seitdem. Dann nimm uns doch mal zurück an den Tag. Wie hast du den erlebt, den 24. Juli? Es war ein schöner, heißer Tag. So fing alles an. Wir hatten eigentlich die Hoffnung, dass wir es irgendwie schaffen, mal so nah ranzukommen, dass wir auch was davon erleben. Weil wir zwei Jahre zuvor in Dortmund nur der Bahnhofsposten waren und gar nichts von der Love Parade an sich erlebt hatten. Dadurch, dass wir in Duisburg halt an der letzten Vereinzelungsanlage vor der Veranstaltungsfläche waren, hatten wir in dem Fall tatsächlich die Hoffnung, dass wir zumindest mal einen Blick oder irgendwas an Geräuschkulisse erhaschen können. Was sich aber relativ schnell herausstellte, dass wir davon nichts erleben werden, weil es einfach zu laut war, zu viele Menschen waren und leider die Entfernung doch noch zu groß war. Und irgendwann am Nachmittag kriegten wir mit, dass von seitens der Vereinzelungsanlage ein Hilferuf kam. Also irgendein Mitarbeiter kam, ist wohl zu einem Polizisten gegangen, hat dem mitgeteilt, da unten liegt einer, da müsst ihr euch mal drum kümmern. Weil wir an der Reihe waren, ist mein Trupp da reingeschickt worden und wir haben im Bereich zwischen, ich glaube es war der Autobahntunnel und dem nächsten Tunnel, haben wir einen auf dem Bürgersteig sitzend gefunden, der sagte, ihm würde nicht mehr gut gehen. Und als das soweit geplant war und eine Rückmeldung gegeben war, dass wir ihn zur Unfallhilfstelle bringen, wurde uns auf einmal noch einer neben die Trage gesetzt. Hier, den müsst ihr auch mitnehmen, waren die Worte von dem, der uns hingesetzt hat. Im ersten Moment ein bisschen Irritation, aber gut, wir sind Profi, wir machen weiter. Den kurz ebenfalls in Augenschein genommen und befragt, was passiert ist. Und er sagt, ja, Kreislauf geht nicht mehr, kann nicht mehr. Und habe dann noch einen weiteren Trupp angefordert zur Unterstützung, dass er den auch raustragen kann, weil der war offensichtlich auch nicht mehr alleine gehfähig. Und als ich wieder zu meinen inzwischen zwei Trupps zurückkam, konnte ich erkennen, dass aus dem Bereich des nächstgrößeren Tunnels Leute rauskamen, die von oben bis unten voll Staub waren. Und dass auf einmal ein Riesengeschrei war, Hilferufe. Und ich kann mich noch an die Worte erinnern, die ich da schon vernommen habe, da sterben Menschen. Im ersten Moment war ich doch erschrocken und sehr irritiert. Mein erster Gedanke war, hat es da gerade ein Attentat gegeben? Weil für mich sahen die im ersten Moment so aus, als hätte es da womöglich eine Explosion gegeben. Im ersten Eindruck. Daraufhin sind wir weitergegangen. Und als wir an der Rampe ankamen, sah ich links jemanden am Boden liegen. In der Rampe, an der Wand vor uns. Und mir wurde von einem Mädel, ein Karl, glaube ich, war es, in die Hand gedrückt. Hier, der ist kollabiert, der braucht einen Zugang. Was mich im ersten Moment irritiert hat. Sie stellte sich als freiwillige Feuerwehrunterbrandmeisterin vor und Intensivschwester. Woraufhin ich ihr gesagt habe,
du betreust ihn jetzt erstmal, wir können jetzt erstmal gar nichts machen, wir sind noch in der Erkundungsphase. Das hatte sie auch direkt verstanden und hat sich um ihn gekümmert. Daraufhin wurde noch einer aus dem Tunnel rausgetragen und ebenfalls in die Rampe gelegt, wo mir der Blix direkt sagte, da musst du jetzt sofort hin. Und beim Erstkontakt stellte ich sofort fest, dass der reanimationspflichtig ist. Habe dem Ersthelfer kurz angewiesen, was er zu machen hat. Habe ihm vielleicht 2 Sekunden, 3 Sekunden über die Schulter geschaut und habe ihm dann gesagt, ich lasse dich jetzt alleine, du machst das richtig, mache so weiter. Und bin zu dem anderen gegangen, bei dem ich ebenfalls feststellen konnte, dass der reanimationspflichtig ist, allerdings da schon Laienhelfer am Reanimieren waren. Und auch die machten es augenscheinlich richtig. Woraufhin ich wieder meinem Trupp zugewandt habe und dem gesagt habe, dass der alle, die als leicht verletzt anzusehen sind, auf dem Bürgersteig sortieren soll, dass die, die laufen können, erstmal weg können, dass wir Platz kriegen. Und ihr wart auch die Ersten? Wir waren von unserer Seite her noch die Ersten. Im Nachhinein, bin dann wieder weiter zur Erkundung und habe bei der Erkundung im Nachhinein festgestellt, dass bereits von der Veranstaltungsfläche her 1 oder 2 Tragetrupps ebenfalls angefangen haben, zu sortieren, zu sichten und auch schon Reanimationen angeleitet haben. Und wie gesagt, in meiner weiteren Erkundung habe ich dann festgestellt, dass im Tunnel selber, im nächsten zur großen Rampe selber, 2, 3 Reanimationen lagen und im Bereich der großen Rampe nochmal müssen 21 gewesen sein zu dem Zeitpunkt. Ich hatte dann nochmal 3 Trupps, die zur Unterstützung geschickt worden sind. Die habe ich auch, das ist mir im Nachhinein angekreidet worden, erstmal dazu verwendet, um die Verletzten und Betroffenen zu sortieren und von der Straße, die Straße freizuhalten und freizuschaffen. Habe parallel über unsere Einsatzabschnittsleitung sogenannte Patiententransportzüge angefordert. Nicht um irgendwelche Patienten abzutransportieren, sondern um die Personen, die sich unter Reanimation befinden, adäquat weiter zu versorgen. Über den weiteren Abtransport habe ich mir zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch gar keine Gedanken gemacht. Weil ist auch in dem Moment gar nicht meine Aufgabe, weil ich erstmal nur für die Erstmaßnahmen wichtig war. Und das hat, muss ich im Nachhinein sagen, zu meiner Verwunderung perfekt funktioniert. Aber war dir denn von vornherein klar, wie es überhaupt zu diesen Verletzungen kam? Nein, überhaupt nicht. Der Hintergedanke oder der erste Gedanke, Explosion, war zu dem Zeitpunkt noch nicht gelöscht. Der bestand in meinem tiefsten Inneren immer noch. Ich habe, muss ich ehrlich gestehen, nicht bewusst danach Ausschau gehalten, ob es irgendwo Spuren davon gibt. Aber naja, so wirklich erfahren, was passiert ist, habe ich erst am nächsten Tag. Für mich ging es in dem Moment tatsächlich darum, die eigene Sicherheit nicht zu vernachlässigen, aber erstmal darum, alles Mögliche zu tun, um zu retten, was noch zu retten ist. Und da es keine offensichtlichen Verletzungsmuster in die Richtung gab und keine Beschädigung an Infrastruktur da in dem Bereich gab, wie gesagt, war es nur noch ein Hintergedanke, kein präsenter Gedanke mehr. Und du hast gesagt, du bist erstaunt, wie gut das funktioniert hat. Wie ist das, also das klingt ja jetzt für Außenstehende erstmal so ein bisschen komisch. Ich kenne ja auch nur die Fotos und dieses Gedränge und plötzlich funktioniert da alles. Glaubst du, das hat auch mit dieser Notfallsituation zu tun oder das ist das einfach... Hat mit Sicherheit ein bisschen mit der Situation zu tun. Das hat aber gerade im Bereich des Tunnels, wo die vielen Menschen auf der Straße waren, sehr viel damit zu tun, dass meine Teams oder meine Trupps, die mir in dem Moment unterstellt waren, das gemacht haben, was sie sollten, nämlich die Straße frei gemacht haben.
die ganzen leicht verletzten Betroffenen auf den Gehweg und die Gehwegen aus dem Tunnel rausgeschickt haben. So schnell und so weit wie möglich, dass von der Düsseldorfer Straße, also sprich Westseite müsste es gewesen sein, die Patiententransportzüge bis fast in den Ereignisraum reinfahren konnten, dass die wirklich sofort aus dem Auto raus und anfangen konnten, also sofort in die Lage rein konnten und anfangen konnten zu arbeiten. Und wie lange hat sich das alles abgespielt, der ganze Rettungseinsatz? Kann ich ehrlich nicht darauf antworten. Gefühlt? 3 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden. Aber in der Realität war es wahrscheinlich ein Viertel der Zeit nur. Ich habe das Zeitgefühl, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, komplett verloren in dem Moment. Weil es einfach nur noch der Automatismus Abarbeiten der Lage ist, damit das bestmögliche Ergebnis dabei rauskommt. Und seid ihr an dem Tag dann noch nach Hause gefahren? Seid ihr in Duisburg geblieben? Ja, wir sind von Einsatzkräften aus unserem Kreisgebiet abgeholt worden. Wir haben vor Ort nichts mehr selber abgebaut. Das haben alles andere nachalarmierte Kräfte für uns übernommen. Wir sind gesammelt in einer großen Unterkunft, als wir wieder im Heimatgebiet ankamen, in einer großen Unterkunft gesammelt worden. Haben da erste Möglichkeiten zu Gesprächen mit Einsatznachsorgeteam gehabt. Sind dann nochmal mit Essen, Trinken, Kaffee, was man wollte, versorgt worden. Haben uns, glaube ich, nochmal 3 Stunden Zeit dafür genommen, die ersten Eindrücke miteinander zu verarbeiten, mit denen, die dafür ausgebildet sind, zusammen. Und hatten zu dem Zeitpunkt schon die ersten, nennen Sie mal, Termine, Möglichkeiten für die nächsten Tage genannt gekriegt, für diejenigen, die sofort Bedarf haben, die möchten, dass wir da Gespräche führen und uns Hilfe holen können. Was denkt man da an so einem Tag, wenn man dann abends noch so im Einsatz im Bett liegt? Ich glaube, ich habe an der Nacht gar nichts mehr gedacht, weil das körperlich doch anstrengend war. Ich glaube, es ist von der geistigen Anstrengung mit einem Klausurmarathon zu vergleichen. Die, ich weiß nicht, was es waren, Stunde, anderthalb, zwei, ich weiß es nicht, wie viel es tatsächlich waren. Du hast ja auch als Sanitäter mit anderen Notfällen Erfahrung. Würdest du sagen, das war dann auch das, was das Ereignis so anders gemacht hat, oder sind es verschiedene? Das sind irgendwo zwei Paar Schuhe, glaube ich. Also ich vergleiche es nicht so direkt mit meinem Arbeitsleben als Rettungsdienstler, weil wir da im gewissen Maße doch immer auf die Situation irgendwo vorbereitet sind, die wir vorfinden. Es ist ganz selten mal, dass wir da in eine Situation kommen, wo ganz was anderes ist, wie das, was wir erwarten. Bei so einem Sanitätsdienst, bei einer Großveranstaltung, kann uns alles erwarten. Es werden alle, die sowas bis jetzt erlebt haben, sagen, es ist ein Schreckmoment, den man aber ganz schnell verarbeitet, weil man helfen will. Und ja, in dem Moment auch als derjenige dasteht, der helfen muss. Gab es denn dann auch vielleicht so Momente der Hilflosigkeit, wo man als Helfer plötzlich nicht mehr helfen kann, weil es einfach zu viel wird? In dem Moment nicht. Und von der schieren Masse und Menge an Einsätzen, dass ihr quasi gar nicht alle versorgen konntet? Oder war das? Ja, das, ich weiß, was du meinst. Das Gefühl hatte ich tatsächlich nicht. Ich habe im Vorfeld in meiner ehrenamtlichen Ausbildung für den Massenanfall von Verletzten im Vorfeld viele Übungen mitmachen dürfen und auch an einigen, naja, vielleicht übertrieben großen Übungen teilnehmen dürfen, die im Rahmen von, ich hätte es mal gesagt, globalen Ereignissen, aber von Terrorakten und dergleichen stattgefunden haben. Und da habe ich recht früh gelernt, schnell zu entscheiden, ja, nein, vielleicht. Und diese Entscheidung auch auf den Patienten umzulegen.
zu sagen, ja, der hat eine Chance, nein, keine Chance. Naja, vielleicht wir schauen, wenn noch Hilfskräfte da sind, ob wir dann noch machen, ob wir ihn dann noch versorgen können. Das ist zwar jetzt alles, genau, das Triage-System. Es ist jetzt alles ein bisschen salopp dargestellt, aber ich sag mal, im Endeffekt sind es die Entscheidungen, die da getroffen werden müssen. Und ist man da wütend, dass man plötzlich in so eine Situation geworfen wird? Nein, weil im Endergebnis, ich habe es mir selber ausgesucht. Ich habe selber gesagt, ja, ich möchte mitfahren zu dem Einsatz. Und im Nachhinein ist es vielleicht auch ein bisschen stolz, dass man helfen konnte, dass ich überhaupt mal federführend mit entschieden habe oder dazu beigetragen habe, dass es nur in Anführungsstrichen 21 Tote gegeben hat. Gehen wir mal ein bisschen weiter weg dann von dem Tag. Du hast ja selbst gesagt, das ist ein Ereignis, damit kann man nicht abschließen. Auf der Trauerfeier hast du ja auch ein Jahr später gesprochen und von Bildern, also hast du gesagt, ihr habt Bilder gesehen, die man sein Leben lang nicht vergessen wird. Wie sehr begleitet dich sozusagen das Erlebte in der Zeit danach, also in den früheren Folgejahren zum Beispiel? Also das erste halbe Jahr nach Ereignis habe ich doch täglich mehrfach Bilder in Erinnerung gehabt und Bilder durchsortiert, Abläufe vom Einsatz nochmal durchgegangen und immer wieder mich selbst kritisch hinterfragt, war das alles richtig? War das richtig, die Verletzten erstmal nur dahin zu sortieren? War das richtig, die Laienhelfer bei den Reanimationen zu lassen? Wäre es nicht besser gewesen, die eigenen Helfer dahin? Aber im Ergebnis bin ich immer wieder zu dem Ergebnis gekommen, dass es so eigentlich richtig war. Weil eine Reanimation kann auch ein Laienhelfer durchführen, aber einen Patienten oder einen Verletzten adäquat zu bewerten und zu sagen, naja, der bleibt jetzt besser hier oder der kann weitergehen, das sollte schon jemand machen, der zumindest eine rettungsdienstliche Grundausbildung hat. Und mit dem Ergebnis bin ich immer wieder mit mir einig geworden, dass es so richtig war. Und du hast ja auch gesagt, du hast ja auch Hilfe in Anspruch genommen. Wie sah die konkret aus? Eine große Gesprächsgruppe, wo jeder sein Erlebnis erzählen konnte, kann, wenn er möchte. Wer nicht wollte, konnte einfach nur da sitzen. Arbeitsgruppen, dass man irgendetwas gemeinsam getan hat oder sich gemeinsam bestimmten Themen gewidmet hat und die gemeinsam bearbeitet hat oder dass man nachher gemeinsam die Gedenkfeier erstellt hat, wie sie ablaufen soll, was gemacht werden soll und dergleichen. Erzähl doch mal zu der Gedenkfeier, du hast ja da gesprochen, wie kam es dazu? Durch die ich da kennengelernt habe, bin ich mit in die gebeten worden, sie zu dieser Gruppe zu begleiten, weil sie da nicht alleine hingehen wollte. Und ich habe da relativ lange für mich und für die Notfallseelsorger vorgehalten, die Information, dass ich dabei war als Rettungsdienstler. Und als es auf die Vorbereitung von dem Ganzen hinging, kamen immer mehr kritische Fragen auf in Richtung, ob der Rettungsdienst da alles richtig gemacht hat und warum man das so gemacht hat oder nicht anders. Und ja, das System hinterfragt worden ist, weil es doch für Außenstehende offensichtlich nicht alles ganz klar war, wie es da abgelaufen ist, warum es so abläuft. Ja, all solche Fragen kamen da auf und nach Rückfrage oder Rücksprache mit den Notfallseelsorgern habe ich mich entschieden, alle darüber zu informieren, wer ich bin, wieso ich da bin und
ja, was es mit meinem Dabeisein auf sich hat. Und es wurde erstmal kritisch beäugt, was ich gar keinem übel nehme. Ganz im Gegenteil, dadurch, dass ich da Gespräche mitbekommen habe, kann ich das auch vollkommen verstehen, dass ich erstmal kritisch bewertet worden bin. Was ich aber, ich hoffe, bei allen ausräumen konnte durch teilweise lange persönliche Gespräche und ja, einfach die Informationen, die Fragenbeantwortung zu den Sachen, die sie nicht verstehen konnten, weil sie das System Großschadensereignis einfach nicht kennen, weil sie, wie so viele andere auch, einfach nichts damit zu tun haben in ihrem alltäglichen Leben. Und also, zu dem Zeitpunkt hatte man schon entschieden, dass auf jeden Fall einer vom Rettungsdienst, von den Hilfsorganisationen sprechen soll. Und in der nächsten Besprechungsrunde, wo man dann so die Themen und das Organisatorische zusammengetragen oder zusammentragen wollte, ist relativ schnell in der Gruppe der einstimmige Beschluss gefallen, dass ich derjenige sein soll, der da reden soll, weil sie halt einfach, naja, im gewissen Maße zu mir schon Vertrauen gefasst hatten. Und ja, auf dem Weg kam es dann dazu, dass ich da reden sollte. Ich weiß nicht mehr, wie viele Reanimationen es waren, die wir vorgenommen und an denen ich beteiligt war. Rettungskräfte arbeiteten Rücken an Rücken und bemerkten einander kaum. Es war ein Wettlauf gegen die Zeit. Es sind viele Bilder, die ich nie vergessen werde. Also du hast ja bestimmt auch mitbekommen, jetzt im Mai, da wurde ja auch der Prozess dann beendet. Das heißt, es wird keinen Schuldigen geben, 21 Tote, 500 bis 600 Verletzte. Was hast du da gedacht, als du davon gehört hast? Im ersten Moment habe ich mich ein bisschen geärgert. Weil normal sagt man ja, wenn eine Veranstaltung gemacht wird, wenn es irgendwo eine häusliche Feier gibt, einen Geburtstag gibt, es gibt immer einen, der ihn veranstaltet. Der für das, was organisiert worden ist, die Verantwortung trägt. So ist es, ich glaube, in jedem Fußballverein. Es ist schon ein bisschen die Frage, die sich stellt, wieso ist bei einer Veranstaltung in der Größe kein Näher oder vielmehr kein Nee Verantwortlichen gibt. Weil ich glaube, nur wenn tatsächlich einer persönlich Verantwortung tragen muss im Nachhinein, dass dann wirklich alle Konzepte noch genauer hinterfragt werden. Weil wenn ich die Verantwortung für irgendetwas tragen muss, schaue ich selber, glaube ich, dreimal, eher viermal genau hin, was wir machen, wie wir es machen und wo wir es machen und ob da mögliche Gefahren bestehen oder entstehen könnten. Weil ich glaube, ich könnte nicht auf Dauer mit dem Hintergrund leben, schuld am Tod von anderen Menschen zu sein. Du hast ja jetzt auch gesagt, bei zukünftigen Veranstaltungen würdest du dir sowas wünschen, jemand, der einfach den Hut auf hat, dass man auch im Zweifel jemanden hat, der dann dafür gerade stehen muss. Wie siehst du denn Großveranstaltungen sonst? So, hat die Love Parade deinen Blick auf solche Events vielleicht verändert? Verändert? Nee, direkt verändert nicht. Im Rettungsdienst oder Sanitätsdienst taktischen vielleicht ein bisschen. Vielleicht sogar mehr wie ein bisschen. Wir haben bei Veranstaltungen im Nachhinein eigentlich immer noch eine Schippe draufgelegt zu dem, was gefordert war. Weil wir halt einfach die Erfahrung gesammelt haben, was, wenn es passiert ist, gebraucht wird. Also es gibt da Errechnungsschlüssel für Art der Veranstaltung, anhand dessen man dann hochrechnen kann, wie viele Einsatzkräfte man benötigt. Und in der Vergangenheit hat man sich annähernd dran orientiert, sodass es immer gut gepasst hat. Und seitdem legt man eher immer noch mal zwei Sanitätskräfte mehr drauf oder zusätzlich noch einen Rettungswagen, auch wenn der nicht gefordert war, als medizinisches Personal bzw. Komponente an der Veranstaltungsstelle. Du warst ja danach sicherlich auch
öfter noch bei Veranstaltungen im Einsatz. Wie geht man dann daran? Hat man das immer im Hinterkopf? Nee. Duisburg? Nee. Ich glaube, das darf man auch nicht permanent bei jedem Einsatz im Hinterkopf haben, weil man sich sonst damit selber nur unnötig nervös macht. Klar, man vergisst es nicht. Es wird auch bei den zukünftigen Einsätzen mit Sicherheit hier und da mal kurz auftauchen. Wie gesagt, bis jetzt behindert es mich nicht. Ich hoffe, dass das auch weiter so bleibt. Hat aber keine Auswirkungen darauf, dass ich jetzt mit Angst, Nervosität oder sonst irgendwas in den Einsatz oder von einer Großveranstaltung gehe. Nach Duisburg ist ja die Love Parade Geschichte gewesen. Mhm. Jetzt plant aber Dr. Motte unter anderem Namen, er hat ja die Ursprungs-Love Parade in Berlin auch quasi gegründet und er plant jetzt eine neue Love Parade unter anderem Namen, unter anderem Motto. Wie findest du das? Da ich selber tatsächlich gerne mal zur Love Parade gefahren wäre als Gast, als Besucher, ursprünglich nach Berlin, das aber irgendwie organisatorisch zeitlich nie hingekriegt habe. Ich will nicht sagen, ich würde mich freuen, wenn das nochmal versucht, aber ich persönlich kann auch nichts finden, was dagegen spricht. Weil es da jetzt einmal zu einem Ereignis gekommen ist, was sehr tragisch war, will ich gar nicht außer Frage stellen, er jetzt auch eine mehrjährige Pause gemacht hat, wenn es mit einem neuen, vernünftigen Sicherheitskonzept gestartet wird, warum nicht? Was man bedenken muss, ist, passt der Ort, passt das Konzept, passt die Besucheranzahl dahin? Ich denke, wenn das alles kritischer betrachtet wird als bis dato, sollte er das tun. Im Umkehrschluss spricht ja auch eigentlich nichts dagegen.